Herzlich willkommen zu unserem Sommerinterview aus Waltershausen und dem Aufregerthema die Gebietsreform. Herr Moring, gegen die Stimmen Ihrer Fraktion hat Rot-Rot-Grün vor der Sommerpause dieses Vorschaltgesetz noch durch den Landtag gepeitscht. Was hätten die eigentlich tun müssen, damit Ihre Fraktion dem Ganzen zustimmt? Wir hätten erwartet, dass die Regierung die richtige Reihen- und Schrittfolge einhält, nämlich zuerst mal eine Aufgabenkritik sprechen, schauen, welche Aufgaben müssen wirklich beim Staat erledigt werden. Dann im Rahmen der Funktionalreform darüber reden, auf welcher Ebene finden die Aufgaben statt. Und dann beim dritten schauen aus der Expertise daraus, welche strukturellen Veränderungen sind wirklich notwendig. Aber diese Regierung hat das Pferd von hinten aufgezäumt und deswegen funktioniert das nicht und wird im Chaos enden. Jetzt sagen die aber immer, wir machen das ja, weil wir Kosten einsparen wollen und seit neuestem auch, weil wir effizient sein wollen. Das sind ja eigentlich ihre Themen. Sie müssen dem Ganzen doch eigentlich zustimmen. Ja, viele, viele Jahre haben die früheren Oppositionsfraktionen von Linke und Grün, aber auch die SPD immer wieder gesagt, sie wollen eine Gebietsreform, weil sie Geld spart. Ein Blick auf das Jahr 2019, wo Thüringen weniger Geld zur Verfügung hat. Seitdem wir einfordern, dass diese Regierung nachweisen soll, wo es denn Geld spart, seitdem sagen sie, es geht gar nicht ums Geld sparen, sondern um Effizienz. Haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt und haben geprüft, welche Aufgaben man kommunalisieren kann. Und sind tatsächlich auf das Ergebnis gekommen, dass von 22.000 Landesbediensteten, die vermeintlich kommunal relevante Aufgaben durchführen, 45 kommunalisiert werden können. Also alle Argumente sind wie Luftballons in der Luft zerflogen und es gibt keine Argumente für die Gebietsreform. Und noch gravierender wird es am Streit bei Rot-Rot-Grün, ob das nun Geld spart oder nicht. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident, sagt, es geht nicht ums Geld sparen. Der kommunalpolitische Sprecher der Linksfraktion sagt, man kann 500 Millionen Euro sparen, will 12.000 Mitarbeiter auf die kommunale Ebene drücken. Und wenn man in den Landtagshaushalt guckt, ist Geldvorsorge getroffen, weil wir sagen, so eine Gebietsreform kostet bis 500 Millionen Euro. Wenn man nach Sachsen-Anhalt und auch nach Sachsen schaut, dann findet man im Haushalt wie viel? 0 Euro. Herr Moring, jetzt haben Sie uns einmal vorgerechnet, was das Ganze kostet. Was würde es denn sparen? Fakt ist, es gibt keine wissenschaftliche Expertise, die nachweist, dass eine Gebietsreform Kosten spart. Es bleibt bei den Wissen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen, dass so eine Reform bis zu 500 Millionen Euro kostet und eben nicht die Einsparung bringt, die die Regierung immer behauptet hat. Jetzt sagen die Bürger, diese ganze Gebietsreform, das ist auch ein bisschen Parteiengezänk. Sind sich die Bürger eigentlich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst? Es gab in den letzten Wochen eine aktuelle Umfrage des MDR von Infratest DIMAP und danach hat die Mehrheit der Thüringer gesagt, dass sie gegen eine solche Gebietsreform sind, wie sie Rot-Rot-Grün auf den Weg bringen wollen. Und quer durch alle Parteien haben sich die Wähler dagegen gestellt, dass die Hälfte der Landkreise aufgelöst werden soll, dass 700 selbstständige Gemeinden ihr kommunales Selbstverwaltungsrecht verlieren und vor allen Dingen auch, dass die Gemeindeeinwohnerzahl auf 6.000 erhöht werden soll. Dagegen stellen sich alle, weil sie wissen, dass es den ländlichen Raum schadet und vor allen Dingen auch, dass ehrenamtliches Engagement in Größenordnung zurückgehen wird. Haben Sie bei dieser Abstimmung zum Vorschaltgesetz einfach nur mit Nein gestimmt oder haben Sie konstruktive Vorschläge unterbreitet, wie man das zum Beispiel auch besser machen kann? Wir stehen als CDU-Fraktion grundsätzlich gegen diese Gebietsreform, haben uns aber an dem Prozess, an der Debatte im Landtag konstruktiv beteiligt mit einem 10-seitigen Antrag, weil wir schon sagen wollten, wenn wir dabei wären bei dieser Gebietsreform, was man beachten müsste beim Vorschaltgesetz. Eben, dass man Verwaltungsgemeinschaften nicht einfach ohne Begründung auflöst, sondern ihnen die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln und zu fusionieren. Dass wir eine Gemeindegröße bei den Einwohnern festlegen, die auch lebensnah ist, eben 5.000 Einwohner. Und dass wir an die alten Vorschläge von 1994 anknüpfen, wo wir sagen, wenn Landkreise eine Untergrenze haben sollen, dann liegt die bei 80.000 mit Ausnahmen für kleinere, leistungsfähigere Kreise. Auch vor allen Dingen haben wir vorgeschlagen, dass man einen längeren, freiwilligen Prozess erlaubt, wo sich Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden und eben auch Landkreise zusammenschließen können, wenn sie es denn von unten wollen, eine bestimmte Vorgaben einhalten. Nach dieser Beschlussfassung im Landtag hat der Ministerpräsident vor einigen Wochen das Ganze nochmal verschärft und nochmal neue Bedingungen gestellt. Was halten Sie davon? Mit den verschärften Bedingungen, die der Ministerpräsident formuliert hat, zum Vorschaltgesetz dazu, wird eigentlich eins klar, dass Freiwilligkeitsphase nur noch eine Farce ist. Und die Linkskoalition vergisst dabei, dass immer noch der Gesetzgeber die freiwilligen Fusionen im Landtag beschließt und nicht per Dekret des Ministerpräsidenten eine Erlaubnis erteilt wird. Aber genau das findet statt. Und wenn man genau schaut, passiert nämlich nur noch eins, es gibt nur noch Zwangsfusionen, es sei denn, man macht genau das, was ideologisch durch Rot-Rot-Grün bei den Kommunen vorgegeben wird. Sie haben eingangs in unserem Interview eine komplett andere Reihenfolge für diese Reform gefordert. Was machen Sie jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ich finde, zwei Dinge sind jetzt wichtig. Erstens, wir haben im Parlament gesehen,
dass die Rechte der Opposition mit Füßen getreten wurden. Und wir haben gesehen, dass der Bürgerwille nicht beachtet wurde. Und vor allen Dingen ganz entscheidend, die kommunalen Spitzenverbände hatten nicht ausreichend Gelegenheit, auch zu den Anträgen der Opposition zum Gesetz Stellung zu nehmen. Und all das lohnt, verfassungsrechtlich nochmal überprüfen zu lassen. Und das machen wir gerade, wenn sich dafür Beschwergründe ergeben, dann ziehen wir auch vor den Verfassungsgerichtshof. Und zweitens? Und das Zweite ist, wir haben ja gesagt, erst müssen die Aufgaben überprüft werden und die Funktion. Und deswegen fordern wir von der Landesregierung, ein Landesorganisationsgesetz vorzulegen, was eben genau definiert, welche Aufgaben müssen sein und auf welcher Ebene werden diese Aufgaben erledigt. Und das muss die Landesregierung liefern und wir werden den Druck dafür erhöhen. Herr Moring, dann vielen, vielen Dank für das Interview und vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch ein paar schöne Ferientage.